Und damit, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Overwatch-Video. Und bevor wir anfangen, muss ich kurz etwas erzählen. Tut mir leid, dass die letzten zwei Tage kein Video kam. Das ist eigentlich sehr unüblich für mich. Aber ich habe mein Leben gerade nicht so ganz im Griff, um ehrlich zu sein. Denn ich habe mir beim Steam Winter Sale jetzt Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider gekauft, da beide in Aktion sind. Und ich habe die letzten zwei Tage nur Tomb Raider gespielt. Und also das normale Tomb, also den ersten Teil habe ich jetzt durch. Und den kann ich wirklich jedem empfehlen. Die war echt gutes Spiel, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Und für 5 Euro kann man sich das auch leisten, denke ich mal. Also für jeden, der Uncharted mag, oder falls ihr auch noch die älteren Tomb Raider Teile kennt, kann ich den wärmstens weiterempfehlen. Sei mal an dieser Stelle gesagt. Und dann, wie ihr am Intro gerade sehen könnt, heute spiele Pharah. Ich habe mir den Unterkühlskin mal per Coins gekauft, da ich ihn leider bis jetzt noch nicht erhalten habe und ich ihn unbedingt mal wollte. Und habe ich was vergessen zu sagen? Ja, Videos kommen jetzt wieder, ich hoffe, noch täglich. Ich weiß nicht ganz, wann ich mit Rise of the Tomb Raider fertig werde. Aber ich versuche irgendwie jetzt jeden Tag ein bisschen Zeit zu finden, um ein Video zu machen. Und ansonsten, ich würde sagen, wir werden uns gleich in ein, zwei Runden Schnellsuche stürzen. Bis gleich. Ich beschütze die Unschuldigen. Und damit hi und herzlich willkommen in Runde 1. Also für euch Runde 1. Für mich ist es schon die, ja, weiß Gott, wie vielte Runde. Ich nehme eigentlich zu einer sehr unpassenden Zeit auf. Es ist früh am Abend. Und, also am Vortag jetzt, bevor das Video rauskommt, was heißt damit, ja, irgendwie so früh am Abend, also so, ich weiß nicht, so früher Abend bis 10, 11, sind irgendwie immer die Horrorspiele, finde ich. In der Früh und in der Nacht, also wirklich so in der Nacht ab 12 Uhr oder sowas, habe ich echt immer extrem schöne Spiele. Also immer, meistens, öfter als zu, ja, anderen Zeiten, aber hören wir mal mit dem Herumgeflame auf, jetzt meinerseits. Ich gehe, okay, ja, ich gehe mit meinem Team mit, wenn ihr schon hier alle rausgeht, schließe ich mich euch mal an. Ihr seht schon die Team-Kombo, ja, könnte was werden, könnte auch nichts werden. Seien wir mal gespannt, ich werde einfach ein bisschen das Reinhardt-Schild demolieren. Kann man ja als Pharah relativ gut machen. Und vielleicht erwische ich den Hanzo. Wäre doch schon schön, finde ich. Okay, da habe ich gerade gefailt. Und wie ihr schon gerade gesehen habt, die ganzen Sentries der Symmetra stehen, kleben da am Torinnenbogen. Ja, sollten wir uns vielleicht dann mal holen, irgendwie. Hallo Hanzo, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott sei Dank hat der gefailt. Und ich auch, ja, ich habe ihn. Ja, geil. Nein, die Ana will mich, glaube ich, auch töten. Okay, die Mei will uns aussperren, aber komm. Komm, komm, komm. Ja, okay, die Sari lasert gerade die Sentries weg. Perfekt. Dann ist das Metro von denen auch wieder beschäftigt, damit sie aufzustellen. Komm. Oh Gott, nein, der Reinhard. Okay, ich habe auch gleich wieder Ult am Start. Was heißt, ich könnte mir... Ach Gott, scheiße! Wow, das will ich jetzt aber wirklich sehen. Hat der einfach durchgesprayt? Alter! Ach, diese Hanzo-Duelle immer. Das heißt, was heißt das jetzt für uns? Wir sollten da etwas besser treffen. Och, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm. Ja, perfekt. Ho, 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 ho. Haben wir gerade einen Heiler da? Ah, ja, nein. Nein, wir haben keinen Heiler da. Hol ich mal kurz das Medipaket hier drinnen. Und eine Mai-Ult ist gerade draußen. Okay, Reinhard down. Das heißt, wir können jetzt eigentlich dann mal durchziehen. Hier am Punkt drauf. Wenn ich... Nein, 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 nein. Aber komm, 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 komm. Ja, nein. Oh.
Okay, meine Ult habe ich gerade eher aus Panik gezogen, muss ich zugeben. Da ich nur mehr 5 Leben hatte, habe ich gedacht, ja, scheiß drauf, wir probieren es mal. Den Hanzo habe ich erwischt, den McCree hätte ich noch fast erwischt. Aber ich denke mal, ich habe meinem Team trotzdem geholfen. Ich hoffe zumindest mal, auf jeden Fall sind noch 3 Leute da am Leben. Nein, bitte nicht mich töten. Komm! Yay! Ach Gott, der muss, glaube ich, so low-life sein. Okay, dann werde ich da... Oh Gott, ich muss vor den Hanzo aufpassen und auch vor deren Ana. Okay, ich habe was getötet. Okay, das ist auch gerade gestorben von meiner Nase. Dann noch vielleicht den McCree. Ich habe ihn einmal gehittet, zweimal gehittet. Ja, perfekt, und ich habe ihn. Und noch die Ana. Danke. Danke für die Heilung, das finde ich doch sehr nett. Apropos, den Mai-Skin habe ich jetzt auch mittlerweile. Den habe ich aus einer Lootbox gezogen. Also das Mai-Video wird auch ganz sicherlich kommen. Da freue ich mich schon drauf. Und ich bin auch schon gespannt, was jetzt der nächste Mai-Skin wird, der uns ja noch versprochen wurde. Oder ist der die letzten 2 Tage gekommen? Ich bin so uninformiert gerade, was Overwatch angeht. Wie gesagt, ich habe mein Leben nicht so ganz unter Kontrolle. Aber das wird sich hoffentlich die nächsten Tage wieder einpendeln. Wenn ich mit den Tomb Raider-Teilen fertig bin. Oh Gott. Da hat mich gerade irgendwas getroffen. Ist unsere Ana gerade irgendwo da und könnte mich die etwas heilen? Eventuell. Ansonsten, ich balle einfach noch etwas aufs Reinhardt-Schild drauf. Oh ja, er hat so gefailt. Weg mit dir. Tut mir leid, dass ich... ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Sari jetzt getötet habe oder nicht. Oder ist der Reinhardt da von Haus aus so weit runtergecharged? Ah! Oh Gott, ich werde gleich so sterben. Oh, danke. Oh, danke. Danke, danke, danke. Oh, ich liebe dich. Okay. Wenn wir jetzt noch eine halbwegs anständige Ult raushauen. Oh Gott, ich werde gleich wieder so sterben, ja. Aber ich habe den Reinhardt weg geschmolzen. Aber leider sind wir jetzt irgendwie trotzdem zu wenige. Ach, schade. Schade, schade. Aber ich war gerade wieder etwas in Panik, um ehrlich zu sein, weil ich ja den Diana-Ult auf mir auch drauf hatte. Naja, da hätte eine Sari-Ult wäre da auch noch richtig gut gewesen, um ehrlich zu sein. Da, dass ich die Ult, was wir die Ultis da etwas kombinieren, aber... Oh Gott, Diana. Oh Gott. Warum? Warum tust du mir das an, Ana? Ich will euch doch nur töten. okay, das war jetzt ja, ein sehr großer Fail meinerseits. Aber ich denke mal, das hat es nicht ganz so geschadet, da der Rest vom Team noch lebt. Okay, jetzt nicht mehr. okay, ich werde einfach trotzdem weiter reinsprayen. Und ich habe auch eine Selbstschussanlage getroffen. Ja! Ich hab's drauf. Nein. Ist eigentlich jemand? Ich werde einfach wieder auf das Reinhardt-Schild drauf sprayen. Und vielleicht da... Komm. Komm um die Ecke. Oh Gott, McCree. Komm. Ah, habe ich ihn? Habe ich ihn? Nein. Ich habe ihn nicht. Ich brauche Leben. Oh. Alter, das hat funktioniert. Ich habe mir das Medipaket geholt. Komm. Dich töte ich. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, ich habe ihn. Puh, war es feuerfrei? Nein, nein. Leute. ich würde mal sagen, da wurde gerade ein Noob detected. Also von der Hans-Ult bin ich echt schon lange nicht mehr gestorben, muss ich sagen. Aber die kam auch irgendwie sehr überraschend da um die Ecke, um ehrlich zu sein. Und schade, es sind nur mehr 2 Leute von unserem Leben da vorne. Wo ist eigentlich unsere Ana? Das ist die eigentliche Frage, die ich mir zurzeit stelle. Denn ohne Heiler könnte es etwas schwierig werden. Soll ich jetzt nochmal hier links um die Ecke? Ich werde es mal probieren. Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Oh, wenn ich so alleine hier bin, um ehrlich zu sein. Okay, da. Oh Gott, hinter mir! Warum, McCree? Warum huntet ihr mich?
Gott, ich bin gerade so schlecht. Aber das kennt ihr wahrscheinlich, wie gesagt, von den Einspielen und von den... Wenn ihr ein paar Tage nicht Overwatch gespielt habt, dann ist man eigentlich generell nie wirklich gut. Da braucht es immer wieder ein paar Röntchen, bis man wieder halbwegs im Spiel drinnen ist. Hui! Ich werde einfach mal gleich von Händen drauf schießen. Komm! Ja, perfekt. Ich habe zumindest etwas Schaden am Schild gemacht. Hallo! Okay, ich habe wieder meine Ult am Start. Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen, sondern das. Okay, nein! Nein, das gibt's nicht! Ich habe ihn... Der McCree ist mein Erzfeind gerade in der Runde. Oh, scheiße. Ich sollte mich, glaube ich, echt... Ach, 7 Tore, auch das tut richtig weh. Alter, 7 Tore ist echt viel. Okay, sie sind eigentlich einen weniger. Das heißt, wir könnten in der Theorie ja drauf rushen. Aber ich habe trotzdem noch so meine Zweifel. Besonders wenn ich den McCree da wieder rumlaufen höre. Er ist gestorben. Ja, perfekt. Gut gemacht, Mai. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein. Oh, die haben auch noch das Schildgenerator-Ding. Alter, die haben da alles. Okay. Das, ich weiß jetzt wenigstens, wo ich lang muss. Das wird auch wahrscheinlich der letzte Angriff dann werden. Aber ich werde auf jeden Fall rechts rumfliegen. Oh, der Soldier hat den Schildgenerator zerstört. Okay, perfekt. Und ich sollte meine Ult jetzt mal irgendwie einsetzen und hier nicht schon wieder so failen. Okay, Roadhog ist down von uns. Ah, schade. Ich werde trotzdem rechts rumfliegen. In der Hoffnung, dass ich da vielleicht das Ding und das Ding da treffe. Okay, okay, okay. Sie wissen zwar, dass ich hier hinten bin, aber nicht, wo ich genau bin. Heißt, ich könnte gerade jetzt wirklich eine halbwegs anständige Ult landen. Er zieht einfach seine Soundbarrier. Okay, vielleicht... Okay, Genji ist auch von der Hand so gut gestorben, so wie ich vorhin. Okay, die Runde haben wir gekonnt verloren. So eine schlechte Fair-Runde hatte ich, glaube ich, seit langem nicht mehr. Was eindeutig nicht für mich spricht heute. Ich hätte vielleicht wirklich noch immer kein Video aufnehmen sollen, aber dann wäre 3 Tage schon keins gekommen. Ah! Naja, ist dann die erste Runde, für euch zumindest. Für mich ist das, glaube ich, die dritte. Ja, die dritte dürfte sein. Okay, dann sehen wir uns doch kurz das Highlight an. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja. Okay, oh, ich habe eine... 42% ist eigentlich nicht mal so schlecht. Da darf ich mich mal selber liken. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in noch einer Runde. Ja, in der ich hoffentlich auch etwas besser spiele. Und bis gleich. Und damit hi und herzlich willkommen in Runde 2. Wir sind auf Numbani gelandet, wie ihr schon seht. Und wir haben wirklich ein vernünftiges Team auch am Start. 2 offensive DDs, einen Bastion, eine Mercy, eine Symmetra und einen Reinhardt. Das könnte durchaus etwas werden. wenn ich ja nicht so fehle wie vorhin. Am Anfang war eigentlich nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, B-Punkt hat dann etwas gehakt, muss ich leider zugeben. Aber ist ja nicht ganz so schlimm, finde ich. Geht ja nicht nur ums Gewinnen. Hallo. Hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht, die Runde. Auch wenn der McCree mein Erzfeind war. So. Okay, hier steht alle. Wo steht eigentlich unser Bastion, wenn ich mal fragen darf? Bitte nicht da vorne. Okay, das ist die Symmetra. Bastion steht da rechts im Gang. Okay, dann gehe ich mal hier rüber zu dem. Wenn die hier oben deffen wollen, dann werde ich mich da mal anschließen. Und da einfach ein bisschen reinsprayen. Okay, da ist ein Hanzo. Der wird wahrscheinlich etwas... Ja, genau. Perfekt. Oh Gott, nein. Alter, ich hänge fest. Oh Gott, ich bin im Türrahmen fest. Gehängt geblieben. ja, Deutsch ist nicht... Deutsch ist eine schwierige Sprache. Und warum ist unser Reinhardt tot?
Gehe ich mal auf den Punkt zurück. Und werde von hier aus, ja, ich habe die Tracer einmal getroffen. Oh Gott, 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 Leute. Oh. Ich frage mich gerade, wo die Mercy ist. Okay, danke, Mercy. Werde ich da... Komm, ach Gott, ich bin echt zu weit weg für McCree, dass ich den treffe. Ja, schade. Hab ich gerade extrem gefailt. So, egal. Oh fuck, wir sind obwohl nicht ganz so egal. Es ist schon wieder jemand von uns gestorben. Und die stehen auch gerade am Punkt oben. Oh, Bastion ist gut. Oh, Bastion eskaliert gerade. Bastion ist tot. So viel zum Thema, er eskaliert gerade. Komm, komm, komm. Irgendwas ist da fast down von denen. Reinhard, geh am Punkt, geh am Punkt. Oh Gott. Komm, komm, komm. Bitte lass dich töten, McCree. Bitte lass dich töten. Bitte lass dich töten. Oh Gott, Alter. Oh. Ja, ich hab was. Ich hab was getötet. Oh. Ja, komm. Ich hab noch was getötet. Oh ja. Wollt ihr jetzt nochmal ganz kurz mich heilen? Oh, Alter Mercy, du bist meine Heldin gewesen. Oh, danke. Oh, ja. Oh. Also, dass wir den Punkt gerade noch gehalten haben, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sie war noch echt knapp davor, muss ich sagen. Aber egal. Ich brenne, das Spiel sagt, ich mache was richtig. Nein, Spaß beiseite, aber wenn man brennt, hat das doch, ja, man hat zumindest ein paar Leute getroffen, sage ich mal. Oh, sie sind da drinnen. Und da oben, oh Gott. Alter, wieso hat mir die Tracer gerade auf die Range so viel Schaden gemacht? Okay. Und wir haben einen Schildgenerator, was ich begrüße, um ehrlich zu sein, da der gerade ziemlich OP ist. Bei 75 Schild, die sich aufladen, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Besonders noch, wenn man einen Torpion auch im Team hat. Geht auf jeden Fall ab, wenn man eine Tracer mit 300 Leben hat. Komm! Ja, ich habe ihn. Perfekt. So, hallo? Ja, perfekt. Dann hier noch ein bisschen reinsprayen. Okay, den Lucy habe ich mal etwas angehittet. Reinhard? Und Tracer? McCree? Oh nein, bitte nicht. Wo ist der McCree jetzt? McCree? Okay, er ist tot. Ah, oh, die Tracer hat unseren Schildgenerator zerstört. Könnte noch etwas problematisch werden für uns, die ganze Sache. Nein, Tracer. Mein Punkt. Oh Gott, unsere Mercy ist gestorben. Scheiße. Okay, mal ganz kurz warten, bis mein Chatpack bereit ist. Heilung. Okay, wir haben noch eine Minute, das sollten wir doch schaffen. Ich komme jetzt etwas von hinten. Vielleicht. Ja, ja, ja. Drei Leute getötet. Auch wenn mich der McCree geholt hat. Reinhard, geh doch auf den Punkt. Nicht AFK rumstehen. Okay, damit habe ich uns, glaube ich, den Punkt nochmal gerettet. Nachdem ich drei Leute weggeholt habe. Ich würde doch mal meinen, dass das gerade nicht ganz so eine schlechte Ult war im Vergleich zu vorhin, was ich da für einen Blödsinn veranstaltet habe. Okay, da ist eine Saria. Die habe ich zwar mal getroffen. Okay, ich habe noch was getötet. Gott, Gott, ich kann mich gerade nicht entscheiden, auf was ich zielen soll. Nein! Oh, es tut immer so gut, einen Hanzo zu töten, finde ich. Jetzt nichts gegen Hanzo-Spieler, aber... Ah, ich weiß nicht, gegen Hanzos habe ich irgendwie schon so ein Trauma, weil ich sehr viel Tracer spiele eigentlich und irgendwie werde ich da immer von Hanzo mit seinem Skatershot weggebomst, hier, gedenksbomst. Ach, da oben ist sie. Komm, stirb. Stirb, habe ich gesagt, danke. Und wir haben es nicht, doch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja, wir haben es. Oh, war das eine geile Runde, Alter. Die hat mir echt gefallen. Die Pharaoh-Sieger-Pose habe ich auch schon mit der Tasse. Und ich habe kein Highlight. Ich habe doch drei Leute geholt. Okay, wahrscheinlich, weil ich direkt danach gestorben bin. Das kann natürlich auch sein. Ja. Okay, was hat er da gerade getroffen, Alter? Okay.
Da war mein Highlight aber trotzdem besser. die Mercy. Ja, die Mercy war echt eine gute Heilerin, muss ich sagen. Hat sie echt gut gemacht. 44% ist auch eine wirklich respektable Zahl. Und dann würde ich sagen, war es das für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, die zweite Runde hat die erste dann doch aufgehoben. Und ansonsten, wie gesagt, Tomb Raider kann ich weiterempfehlen. Für 5 Euro ist das Spiel echt Bombe. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne eine Bewertung da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.